Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabotin und heute habe ich ein neues Video für euch. Ich hoffe, das Setup hier gefällt euch ein bisschen, es ist gerade ein bisschen dunkel bei mir drin, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem sehen, verstehen und alles andere sehen. Ich habe ein cooles Video gefunden, hoffe ich, denke ich mal. Das heißt Dave Fixes Puppy Ladies. Ich schätze mal, das ist ein Video zu Custom Guards und das ist ja genau mein Thema. Und deshalb gucken wir uns das einmal an. Das Video ist von Devinator1212. Oder 12:12, wie ihr auch immer sehen wollt. Und wir sagen, hüpfen wir einmal rein und viel Spaß dabei. Mag das Intro übrigens ziemlich gerne. What's up, Scrubscribers? Dominator 1, 2 und 2, and let's fix another archetype. Today we're gonna be doing Another? Hat er schon mal sowas gemacht? Ihr werdet auf jeden Fall noch ein Video sehen. Okay, er wird erklären, was er tun wird. Harpies! Yes! Yeah, I can't wait, because this is actually an archetype I like. So I played this extensively during the mid-Xe era, when it was actually viable, which was just crazy. I came back in the game, and I was like, what decks are good? And I was like, wait, Harpies are a rogue deck? That's freaking sweet! So I built it. I really like it. It abuses the back row. It swarms the field. It feels very much like you are my Valentine kicking Scrubs' butts. So you finally came, Yugi. Oh, yes. Not only that, but like, they're just top-tier waifu material. I like Harpies. I wish they were better. So, why don't we make some... Okay, also er macht Khan und will sein Deck, was er sehr gerne mag, mit dem er wieder ins Game eingestiegen ist, besser machen. Dann würde ich sagen, wir gucken uns die Karten an, ich werde die bewerten, werde mir danach angucken, was er zu sagen hat. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. So yeah, the deck had a lot going for it as a Rank 4/7 Spam deck. So you know what they need? How about a bunch of garbage for the Harpy Lady Sisters? Was er jetzt kurz gerade gemacht hat, er hat, das Gesicht ist übrigens unglaublich gut gerade über mir. Also er hat gerade kurz erklärt, was Harpien tun. Für alle, die Harpien nicht kennen, Harpien haben viele Level 4 Monster. Ein Monster, was aus dem Deck was fischen kann, was entweder Level 4 oder Level 7 sein kann. Je nachdem, was du halt haben möchtest. Und hast halt quasi Access zu Rang 4 Toolbox und zu Rank 10, Rank 10, Rank 10, ja, Trains, zu Rank 7. Was halt extrem gut ist. Gibt ein paar richtig gute Winged Beast Rang 4 Monster. Aber effektiv ist darauf abgesehen, mit der Field Spell die eigenen Karten zu crushen und dann Vorteil zu generieren. Mehr Monster, sowas in der Richtung. Jetzt gucken wir uns die Karten an, die er gemacht hat. I got you, fam. The first card coming up is Harpy Skirmisher. Yes, I knew. The artwork is just a modified Cyber Harpy. My buddy on the Discord, Bregastrat, decided that he would do this for me really quicksies just so I had a visual aid for you guys. It was a fun thing he did for me, so thank you, buddy. Well, okay, also die Artworks werden wahrscheinlich alle ziemlich mies sein, denn wie ihr gerade selber schon gesagt hat, das ist Cyber Harpie und im Hintergrund ist die Counter Trap des Themenlex, glaube ich. Ja, meine schon. She's a level 4 wind wing beast, go figure, with 2000 attack and 0 defense. What do? Her name is also treated as Harpy Lady in the field and in the graveyard, because of course she is. This deck doesn't work if your Harpy Ladies aren't Harpy Ladies. Moving on. Once per turn, quick effect, you can discard one card to special summon this card to the field. Haha, yes, she can special summon herself on your opponent's turn when they are going first. Why would you want to do that? Because of her... Because it's... One second. If she's special summoned by this way, you can add one Harpy card from your deck to your hand. You're adding Featherstorm. Featherstorm is just absolutely... Okay, das ist natürlich krass. Also, die hat einen Quick-Effekt, dass sie sie specialen kann. Und dann kann sie Featherstorm adden. Das ist richtig gut. Für alle, die Featherstorm nicht kennen, es hat die Fähigkeit, dass ihr die von Hand aktivieren könnt, wenn ihr eine Harpie kontrolliert. Und dann kann euer Gegner keine Effekte mehr aktivieren. Ich werde zu der Karte gleich noch was sagen. Also zu der Interaktion, wie es gedacht ist und warum ich das nicht so geil finde, aber sage ich gleich noch was zu. Fantastic. This hand trap is freaking busted. However, it requires you to control a Harpy Lady to really get the most mileage out of it. So it being a hand trap is kind of incidental if you can't use it when you are going second. So Skirmisher, she just... She don't care whose turn it is. She busts her ass onto the field.
searches that trap card and makes your opponent's life absolutely freaking miserable. Yes! Also du machst eine Karte, die sagt zu deinem Gegner nein. Weil effektiv, wie er es gerade selber auch erklärt hat, er sucht quasi mit dieser Karte im gegnerischen First Turn die Trap-Karte. Und die Trap-Karte sagt, du darfst keine Effekte mehr aktivieren. Alle beschweren sich darüber, dass Aetherthought broken ist und extra deswegen auch gebannt wurde. Und dann machst du eine Kastenkarte für ein Deck, was du sehr gerne machst, was genau diesen Effekt hat, worüber sich alle aufgeregt haben. Jetzt frage ich mich, wieso? Denn der Effekt an sich ist sau cool, wenn es diese eine Trap nicht geben würde. Aber die Karte gibt es, die gehört ja zum Themendeck dazu. Und ich finde, wenn du im gegnerischen Spielzug einen Dark Ruler No More Effekt aktivieren kannst oder einen Aetherthought Effekt, ist einfach nicht fair. Hat er das Harpy-Deck gefixt? Mit der einen Karte, ja klar, hat es broken gemacht. Natürlich, das ist richtig busted. Weil das kannst du theoretisch ja in jedem Deck spielen. Weil du bist ja nicht restriktiv auf Harpien gelockt. Und du kannst es quasi als Karte, also die dreimal, plus den Featherstorm ins Deck packen und den gegnerischen Zug beenden. Das ist nicht gut. Obwohl die Karte, also ich vom Designer, die Karte ist wirklich neat und schön. Finde ich gut. Aber das ist schon ziemlich broken. Ne? Also wenn man das wirklich in jedem Deck spielen kann, nimmt das so ein bisschen, ja sagen wir mal, den Faktor raus, dass man das auf Harpien macht. Ich finde es schöner, wenn der Effekt nur gehen würde, wenn du eine andere Harpie kontrollierst. Was die Karte natürlich deutlich schlechter machen würde und ich glaube, das wäre auch ein dober Effekt. Aber einfach mal drüber nachdenken, weil ich glaube, das ist von Bennington ja ziemlich schlecht. Er sagt jetzt kurz was zum Artwork, warte mal. The Mist Valley Shaman Artwork for this one. Slightly modified, that is. Because this chick is clearly a harpy. Just wearing some crazy weird gimp suit. This is actually my buddy Kieran's suggestion on the Discord. I modified it just a little bit in order to kind of shove it into the theme that I'm trying to go with here. Trotzdem, also ich finde es schön, dass er sich die Mühe gemacht hat, irgendwie Artworks zu finden, die auch passen. Aber dann geht doch lieber den Weg, dass ihr Artworks findet, die Harpien sind und nehmt dann die. Weil Artworks von Yu-Gi-Oh! Karten zu nehmen, ist halt nicht gut. Weil jeder sofort weiß, das ist eine Yu-Gi-Oh! Karte. Denn wie er gerade gesagt hat, Mist Valley Shaman, das ist die Karte. Wobei das, glaube ich, das, genau, das ist das TCG Artwork sogar. She's a level 4 Wind Wing Beast, of course she is, with 0 attack and 1800 defense. So she's kind of a flip-flop of Skirmisher. And of course, when she's in the field or graveyard, she's also treated as a Harpy Lady. During the turn this card was normal summoned, you can normal summon one Harpy in addition to your regular normal summoner set. She's Evil Swarm Caster for Harpies. Sweet! The deck has plenty of main deck monsters. More often than not, you've probably opened another Harpy. So she's not as awesome of a starter as Chandler, but I'm trying to make these cards like they would actually be printed. Are you listening, Jerome? So if I make them two busted fantasy cards, they'll never make them. Naja, die erste Karte war halt busted. Ich finde es halt schön, dass man das selber nicht erkennt, wenn man so Karten gemacht hat, dass die Karte halt wirklich schon broken ist. Or they'll just never be like this. I'm trying to be practical here. But she does have another effect. As an ignition, once per turn, you can target one card you control, destroy it, and if you do, return one card your opponent controls to the top of their deck. It doesn't target. It's so good. Okay, I might have gotten a little greedy with this one, but hear me out. It has to destroy one of your own cards, so the card advantage isn't great. The combo here to any of the Harpy players is obviously to pop your own Hysteric Sign, which lets you add your deck at the end of your turn to your hand if it was killed. So yeah, that's the wombo combo for you. But it's a little awkward. So it's great removal. It's certainly like, you know, Veiler Bait. But Harpier Schaman oder Harpien Schamane. Die Idee mit dem Double Summon Effekt ist neat, weil die wirklich viele Level 4 Monster haben und die einen Weg bekommen, die aus Feld zu bekommen. Und viele von den Monstern triggern als Normalbeschwörung. Macht also Sinn, den so einen Effekt zu geben. Der zweite Effekt, Karte von dir zerstören und eine Karte vom Gegner aufs Deck zu legen. Er sagt jetzt hier, das ist broken oder ein bisschen zu stark. Ich finde, das ist an sich eine ganz gute Sache. Also das mit dem Zerstören der eigenen Karte, weil dann kannst du dir halt die permanenten Spells und Traps
den Friede pflegen, die zerstören, die werden die Effekte nachher in der Endphase triggern. Ich hätte die aber wirklich targeten lassen. Also ohne targeten, weil du kriegst ja den Advantage in der Endphase durch die Spelltrap ja sowieso, wenn du das ja themenintern spielst. Und das ist auch wieder ein Effekt, der ist wieder generisch. Das heißt, du kannst eine Karte zerstören, kannst was spinnen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn das eine HP-Karte wäre, die du zerstören musst. Weil du dann trotzdem noch die Backrow-Schienen schießen kannst. Du kannst ein eigenes Monster von dir schießen, wenn es wegspinnt. Aber du kannst sie nicht in jedem Deck spielen. Die Karten, die er gemacht hat, waren von Überlegen ja viel, viel besser als viele Kassenkarten, die ich jetzt gesehen habe. Auch wenn natürlich optisch nicht so schön aussehen. Der Kartenmaker ist halt ziemlich veraltet. Aber die Effekte von der Grundidee sind gut überlegt, auch wenn die ein bisschen over the top sind. I'm so proud of this next one. We didn't even modify the card artwork because it just looks better as an Xe monster. Exalted Harpy Lady Sisters. Right? Though? Like, that's the art from a continuous trap card. It's not even that good. It looks so much better as an Xe. Be real. Notice her stat line is the same as Harpy Lady Sister. And this is where I'm starting to mush in all that Perfumer, Oracle, Harpy Lady Sister, Garbo support we just got. Well, we didn't just get it. We got it like a year ago or whatever. But you know what I mean. To mush it into the rank 4, rank 7 engine that actually functions. So you'd actually want to do that. She's made of 3 level 4 wing beast type monsters. Holy crap, is she not generic. Idea is that you overlay 3 Harpy Ladies to make her. Duh, it's Harpy Lady Sisters. It requires 3 Harpy Ladies. But I didn't say Harpy Ladies or Harpy Cards or whatever in order to make it. Auch so nicht. Also das ist schon so wenig generisch, dass du die halt wirklich nur in einem Harpien-Deck spielen kannst. Oder in einem anderen Winged Beast Archetype, der 3 Level 4 easy aufs Feld klatschen kann. Da ist das vollkommen okay. Just so you have an option of playing something else in order to help you extend your plays out, because you might need it still. I haven't play tested any of these. However, you may also Xe summon this thing by using a face-up monster whose name was originally Harpy Lady Sisters. So, see, there it is, there it is. If you made Harpy Lady Sisters before you did this thing, you can just slap this thing down on it. And her name is treated as Harpy Lady Sisters while on the field or in the graveyard. Basically, it's just, a nice shiny upgrade armor for your Harpy Lady Sisters. It turns her into an effect monster. Yes! It's so... It works! It just works. But that's not all she does. Like I said, we need to make her an effect monster now. If one of her materials was a Harpy card, she cannot be destroyed by battle or card effects. Meaning, if you use this in the deck it's intended, she gets a bit of armor. I didn't want to make her unaffected by everything because this isn't supposed to be a stupid dream card that's overpowered and dumb and impractical. Destroyed by battle and card effects is, you know, okay. There's plenty of ways of still getting around that. Yep. Cool. Next. Once per turn, quick effect. You can detach one material from this card. Target one card your opponent controls. Return that card to the hand, and if you do, you can set one hysteric Speller Trap from your deck to the field. we're giving them several different types of removal. Not all on the same monster, but sprinkled through the archetype in order to give it some toolboxy problem solving. Diese Karte hier gefällt mir bis jetzt von allen am besten. Die Idee ist sau kreativ, gehört zum Archetype und ist nicht OP. Denn die Karte auch 3 Monster, um beschworen zu werden, oder Harpy Lady Sisters. Das heißt, ihr müsst die Karte spielen und die aufs Feld bekommen, damit ihr diesen Effekt nutzen könnt. Ich finde das von der Idee aber so cool, weil sie ist ja quasi schon 3 Monster. Und so kriegt ihr quasi das Xe raus, was an sich ziemlich cool ist. Dass sie dann nicht zerstört werden kann durch Kampf- oder Karteneffekte ist ganz nice, weil so ein bisschen Protection ist halt nicht verkehrt. Wenn ihr aber nur Harpy Lady Sister als Material habt und ihr benutzt den Effekt, habt ihr die Protection nicht mehr. Das ist also extrem gut gebalanced. Und das mit dem auf die Hand zurückgeben ist ein guter Effekt. Und dass man die Karten suchen kann, ist an sich auch ziemlich gut, weil das fehlt dem Deck so ein bisschen, diese Karten zu bekommen. Und das ist eine Karte, das ist keine Starterkarte. Das heißt, wenn ihr schon im Game drin seid, ist es schön, so im Midgame wirklich drauf zu kommen oder in eurem First Turn, je nachdem wie das aussieht. Aber ihr müsst ja entweder einen Break spielen in eurem Deck oder ziemlich viele Karten investieren, um die Karte spielen zu können. Deswegen finde ich die bis jetzt vom Grundkonzept her, ne? Artwork kann man drüber streiten, ist jetzt nicht so gut, aber vom Grundkonzept her finde ich die Karte sau gut. Ich würde sagen, nächste Karte, ne? How about that, like, Rank 7, though, that this deck can do? Harpy's Pet Wyvern! Yes! Rank 7, Wind,
Worm. Das Artwork wiederum ist ganz cool. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur aus dem Internet gerippt, aber das finde ich halt, auch wenn es jetzt nicht super gut zum Yu-Gi-Oh! Spiel passt, obwohl es ein Yu-Gi-Monster ist, finde ich das trotzdem schöner, als einfach hitzige Artworks zu benutzen. Harpy's Pet Dragon Stats. It's a worm, so that once you summon it, if you play another Chandler, she doesn't turn into a 7 anymore. It was strategic, actually. Two level 7 Harpy monsters. It's not generic. No, Dragon Rulers, don't! Harpy cards on the field cannot be destroyed by card effects. I know this is a bit redundant if you had this and the other Ixie on board, because, like, she has her own protection. However, nothing is as stupid as popping your own Harpy's Hunting Ground with its own effect, because your opponent is just a jerk who doesn't play back row. So this lets you just do that without popping your hunting ground. I hate that so much. Plus it rewards you for playing the giant garnet that is Harpy's Pet Dragon by giving you some blanket protection for the rest of your board. Once per turn, you can detach one material from this card to activate one of the following effects. Select a face-up Harpy monster and double its attack. Harpies don't really have a great power ceiling. Plus, it combos with the existing Ixie monster, Harpy's Pet Phantasmal Dragon, for a nice big number. Right to the face. Or you can return one Harpy card on the field or in the graveyard to the hand to banish one card your opponent controls. It doesn't target! It's not busted, because it's an ignition. But it's just really nice problem-solving removal. Okay, da haben wir den Harpyen Pet Wyvern. Also, ich muss sagen, die Grundidee von dieser Karte ist wieder ziemlich, ziemlich cool. Zwei Level 7 Harpyen-Monster ist ziemlich schwierig zu machen. Ich finde den Protection-Effekt finde ich okay. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, die andere Karte, die was für dich zerstören muss, damit du was vom Gegner bouncen kannst, muss ja Karten zerstören. Und wenn ihr die Harpyen Spelltraps da liegen habt, aber ist auch nicht schlimm. Aber dass die nicht zerstört werden können, finde ich okay. Ich hätte es vielleicht so gemacht, dass ich sagen würde, andere Harpyen Karten, außer die jetzt, können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das fände ich irgendwie schöner. Dann kann die eine Harpie verdoppeln vom ATK. Okay, das ist ein guter Effekt. Kann man nichts zu sagen. Ich finde das doof, dass es vom Grave geht. Also das ist halt Recursion plus Removal. Ist schwer zu machen, deswegen kann man das so machen. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Here comes the game winner. Hysteric Mirror Wall. It's a My Valentine reference, because she plays Mirror Wall. Hysteric Mirror Wall can be searched and set directly from the deck. Oh, it's almost like Salamangreats or something. It's even a counter trap. I'll give you one guess what it is. It's an Infernity Barrier. When your opponent activates a spell, trap, or monster effect, while you control a face-up Harpy monster, discard one card, negate the activation, and if you do, destroy that card. So, the discard is a little wonky. Obviously, the idea is that you're discarding, like, your Harpist to help mitigate the cost of this. I didn't want it to be stupidly broken. You set it from the deck. You build your board, you make your exalted Harpy Lady Sisters, you set this thing, or you set party, depending on how you feel like your opponent's next turn's gonna be. But I don't want it to be stupidly busted. I want it to be fair. Well, kind of. Because it's not done. Because then, after you negate the activation, you can special summon one Harpy monster from your deck to the field in face-up defense position. Helps mitigate the discard cost. Again, you're rotating your advantage. You're cycling your field. So constantly, your Harpies are swooping in and swooping out. God, this is such a cool playstyle. It's swarmy and control. I won't play it. And this card fixes the last problem that Harpies have. They can break a board, but they really can't make one. Most of their monsters don't really do anything. Even in the rank 4 or rank 7 pool, they just kind of sit there. So, like, if Featherstorm doesn't just win you the game, you're pretty much lost. So, it's nice having a nice Harpy Barrier in the background. Finde ich die Karte gut. Ich persönlich würde sagen, semi-gut. Das mit dem Discarden, um den Effekt zu annullieren, okay, kann man so machen. Weil jetzt mal sagen muss, dass viele, viele Themendecks mittlerweile ihre eigene Counter-Trap haben, die Sachen annullieren kann. Aber dann hat den Special vom Deck. Gibt so viele Karten von Harpyen, die auch Beschwörung was triggern können und das gibt einem nochmal Advantage und wenn die Karte in den Friedhof geht, geht es nochmal plus. Das heißt, die Karte kann potenziell irgendwie plus 2 gehen. Also plus 1, weil wenn man das was discardet. Finde ich für eine Counter-Trap irgendwie
Ich finde, Counter-Trap soll ein Equalizer sein. Das heißt, der Gegner aktiviert einen Effekt und du sagst, nö. Das finde ich, das sollten Counter-Trap sein. Mehr sollten die eigentlich auch nicht tun, zumindest nicht in dieser Runde. Hier gibt es ein super Beispiel, das ist Orcus Crescendo. Es ist eine super gute Karte, die eine Restriktion hat zum Aktivieren und einen Effekt im Friedhof hat, den du aber nicht in derselben Runde benutzen kannst. Und der Friedhofseffekt hat eine Restriktion drin. Sowas finde ich ab hier an sich ganz cool. Es kann ruhig ein Special Summon vom Deck sein. Aber mach es doch so, dass die Karte vom Friedhof sich banishen kann. Dann habe ich vom Deck specialed. Außer in der Runde, in der die Friedhof geschickt wurde. Und dann kannst du für den Rest des Spielzuges nur noch Windmonster beschwören. Oder Winged Beast Monster. Das finde ich von der Grundidee eigentlich cooler als das Discarden und dann Special vom Deck. Das war, glaube ich, alles, was er zu sagen hat. Ja, das war das Video von Divinator 1212. Ich persönlich finde, dass das einige der besten Harpien-Karten waren, die ich persönlich jemals gesehen habe, rein vom Konzept her. Eine Karte war ziemlich busted, eine Karte war ziemlich gut, wo ich sagen würde, vielleicht ein bisschen tweaken. Und ich würde generell ein paar von den Effekten ein bisschen anpassen. Aber ich finde, von allen Kassenkarten, wie das ich jetzt gesehen habe, auch die von Duologs und auch von Creepfan, von denen, wie das ich gesehen habe, waren das so die Karten, die von dem Grundprinzip her sehr viel Sinn gemacht haben für den Archetype. Weil die einfach sagen, okay, das ist der Archetype, das macht der Archetype, das macht das besser. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Reaktion auf Divinator 1, 2 und 2. Wenn ihr das Video von dem Dave hier sehen wollt, unten in der Videobeschreibung ist natürlich ein Link drin zu dem Originalvideo, damit ihr euch das ganze Video angucken könnt. Er ist ziemlich witzig, muss ich sagen. Also, von allen, die ich mir angeguckt habe, das ist eines der unterhaltsamsten Videos. Und er ist eine sehr lustige Persönlichkeit. Wenn ihr meinen Channel abonnieren wollt, da ist so ein roter Button unter meinem Klick drauf. Gebt mir ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.